Hallo, ich bin Marlina von Move36. Wir sind heute in der Innenstadt. Das ist meine Assistentin Paula und heute heißt es Kömpel, Wingfeld oder Zwengel. Wir befragen die jungen Leute in Fulda, wen würden die denn überhaupt wählen? Dazu haben wir uns eine wunderschöne Wahlurne mitgenommen und jetzt geht's auch schon los. Ja, na klar, jeder sollte wählen gehen. Es ist halt unsere Stadt, ne, für die wir uns hier einsetzen. Und ich finde einfach, sollte jeder aus eigenen Gründen wählen gehen. Weil sonst heißt es später, die haben das gemacht, das und das. Und dann später einfach Demokratie. Wenn man schon eine Stimme hat, wieso sollte man die dann verschenken? Und man muss ja auch um seine eigene Zukunft sich halt kümmern und die haben ja unterschiedliche Ziele wahrscheinlich auch und ja, denke ich schon, das ist wichtig. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, eben weil, wenn man nicht wählt, dann darf man sich später auch nicht beschweren. Die Oberbürgermeisterwahl steht an. Gehst du hin? Wenn ja, wieso? Findest du wählen wichtig? Ja, ich gehe hin und ja, ich finde es schon wichtig, weil ja, es ist halt ein Recht, was nicht jeder auf der Welt hat und sollten wir in Fulda halt auch machen. Vor allem, die Kandidaten stehen ja schon für was Unterschiedliches und da sollte man hingehen und wählen. Wie wir gerade in der Stadt wohnen, haben ganz viele Leute befragt, wen sie denn wählen würden. Mal schauen, was sich in der Wahlurne befindet. Wir haben ein eindeutiges Ergebnis. Die Fullerer haben sich entschieden für Wingenfeld mit wie viel Prozent? 44,9%. Auf dem zweiten Platz der Zwengel mit 26,5%. Und Frau Kömpel hat 24,6%. Alles klar, da haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Natürlich ist diese Umfrage nicht repräsentativ, aber darauf kommt es gar nicht an. Denn wir sagen euch einfach nur wählen gehen, denn das ist wichtig für eure Zukunft und Fulda. In die Wanne fertig los. Nach dem großen Erfolg der ersten Deutschen und der ersten Europameisterschaft gibt es jetzt die erste Weltmeisterschaft im Badewannenrennen.